Meine lieben Geister und Zombie-Piraten, seht mal, wie die Krokodile hier um uns rumschleichen. Gut, dass wir Geister sind und die uns nicht sehen können und seid mir ganz recht herzlich willkommen. So, neue Aufnahme, neues Spiel. Hier sehe ich einen Holzbalken. Schauen wir mal. Wir gucken uns natürlich jetzt alles hier ganz in Ruhe an. Ein Balken. Wahrscheinlich von einem der verrotteten Schiffe in der Bucht. Okay. So, was haben wir denn eigentlich? Ich muss fangen jetzt auch gerade wieder an, liebe Leute. Eine neue Aufnahme, neues Glück. Rostige Harpune. Ein Fanghaken. Können wir hier mal ein bisschen Randale machen? Da muss ich keinen Haken dran machen. Da muss ich keinen Haken dran machen. Da muss ich keinen Haken dran machen. So, Moment, aber wir haben ja dieses Fanghaken. Rostige Harpune. Das ist das Seilfaser. Können wir den die Balken... Das Netz ist ziemlich zerrissen. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Wofür hast du es denn eingesackt? Das Netz ist ziemlich zerrissen. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Moment, hier war doch irgendwo ein Spalt oder was? Ein Riss? Das Netz ist ziemlich zerrissen. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Das Netz ist ziemlich zerrissen. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Ist also nicht mehr zu gebrauchen, sagt sie. Gut, können wir denn das hier vielleicht mal mit dem oder so? Nein, aber ein guter Ansatz. Okay. Mit dem Netz kann ich die Harpune festbinden. Aha. Jetzt haben wir... Vielleicht sollte ich die Harpune mit dem Netz zusammen verwenden. Ja, aber die Krokodile können wir, das will ich nicht. So, Krokodilsnetz können wir irgendwas nehmen oder so. Ich habe ja schon so gerne oft versäumt, was zu nehmen, ne? Wobei sich... Flint und ich haben mal gegen Krokodile gekämpft. Der Trick ist, sich nicht beißen zu lassen. Und falls du doch gebissen wirst, solltest du nicht zu stark bluten. Aha, ich möchte schon eher lieber nicht gebissen werden, bin ich ehrlich. Aber mal gucken, ich habe ja immer dieses hier, so, obwohl es hat sich ja gelegentlich auch von Bild zu Bild und von Aufgabe zu Aufgabe verändert. Das heißt, dass man hier was dann nehmen konnte im nächsten Spiel, im nächsten... Da ist nichts außer irgendwelchen infektiösen Krankheiten drin. Genau, im nächsten Bild. Falls es dort mal etwas Wertvolles gab, ist es schon lange verschwunden. Mal gucken, was aus dem Geröll so raussackt. Ich habe schon genug Schrott um mich. Okay, ein paar lecker Flaschenpost oder so. Ja, dann würde ich vorschlagen, mal ganz kurz gucken. Können wir jetzt vielleicht in den Haken... Aber das wollte sie ja, glaube ich, nicht, ne? Ganz kurz hier... Da muss ich keinen Haken dran machen. Da muss ich keinen Haken dran machen. Da muss ich keinen Haken dran machen. Was mir auch aufgefallen ist... Da muss ich keinen Haken dran machen. Okay. Da muss ich keinen Haken dran da machen. Da muss ich keinen Haken dran machen. So, komm hier, Geröll. Da muss ich keinen Haken dran machen. So, dann jetzt letzter Versuch hier nochmal vielleicht da mit dem, ne? Jetzt zusammengeknotet und so, ich ne? Ich kann die Harpune bestimmt noch an etwas Besseres binden. Ich kann die Harpune bestimmt noch an etwas Besseres binden. Ich kann die Harpune bestimmt noch an etwas Besseres binden. Ein Riss vielleicht? In den Riss? Wo ist der Riss? Ich kann die Harpune bestimmt noch an etwas Besseres binden. Aber die Krokodile werden ja auch nicht angezeigt. Hier das Geröll wahrscheinlich auch nicht. Ich kann die Harpune bestimmt noch an etwas Besseres binden. Ja, okay. Was haben wir denn hier sonst? Wir gucken uns mal weiter ganz in Ruhe rum. Da ist auf jeden Fall ein Riss. Holzbalken, den haben wir schon. Verrottete Balken. Aha. Ihr wisst ja, die Hotspot... Da oben sind zwei Skelette hinter einem Tisch. Beide sind mit Säbeln bewaffnet. Okay. Das muss ich nicht anfassen. Okay, dann nimm mal den Haken. Da muss ich keinen Haken dran machen. Warum nicht? Dann nimm mal die Harpune so, mit schön und so und Ich kann die Harpune bestimmt noch an etwas Besseres binden. Okay. Ja, wie schon gesagt, ne, liebe Leute, die Hotspot-Taste funktioniert nicht. Können wir da ein bisschen reden oder so? Komm, ihr Krokodile, lasst uns diskutieren. Sieht nicht gerade wie ein guter Gesprächspartner aus. So, die Krokodile werden aber irgendwie gar nicht angezeigt. Haben wir denn sonst noch irgendwas übersehen? Das ist immer noch das Weinregal. Was haben wir hier sonst? Ich muss jetzt mal alles absuchen. Verrotteter Balken, okay. Riss, den Riss haben wir ja schon. Können wir da vielleicht mal durchsprechen? Vielleicht hören wir uns da. Hallo! Komm! Mit einem leeren Raum kann ich nicht sprechen. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, wenn ich mit Papa Doc rede. Oder mit Jelly Belly, so, okay. Na gut, da geht's dann auch nicht weiter oder so, ne? Wahrscheinlich nicht. Können wir die denn irgendwie nehmen? Nimmt sie, glaube ich, auch nicht, ne? Das muss ich nicht anfassen. Nimmt sie das hier? Das will sie auch nicht, ne? Dafür brauche ich einen guten Grund. Ah, meine lieben Leute, ihr wisst, wie ich das hasse, ne? Wenn Adventure-Protagonisten Gründe für irgendwas brauchen. Das ist im Grunde, das ist eine verkehrte Adventure-Welt. Kein Adventure-Protagonist braucht Gründe. So, dann gucken.
muss hier, nachdem der schwarze Bildschirm farbig geworden ist. Ne? Okay, das haben wir jetzt. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz wieder anfangen. Das Festsaal. Oh, okay, da gehen wir mal als nächstes hin. Das Fischerdeck haben wir schon. Die Harpunen haben wir. Hier ist ganz schön am Donnern, ey. Wowie, dowie. Was ist denn? Wir müssen alles ganz in Ruhe absuchen. Was ist das? Ruine? Okay, können die angucken, können wir sonst ja mal. Ich denke mal. Das ist die alte und verrottete Duisney-Villa. Riesen-Villa, da geht's in den Keller. So, okay. Ja, dann. Können wir da. Verdammt, können wir sprechen? Hallo! Hey, Grimjaw! Komm heraus und kämpfe wie ein Mann! Sei kein Feigling! Gut, dann gehen wir mal in den Festsaal, würde ich vorschlagen. Dort hier ist nichts mehr. Hier sieht mir alles ein bisschen komisch aus. Fische, da hatten wir uns aber letztes Mal, glaube ich, schon angeguckt. Ja, dann gehen wir mal, ne? Wo war es hier? Fest am Balkon. Oh, da gibt es wieder einiges. Wir gehen erstmal in den Festsaal. Wir sind festlich unterwegs, wir sind festlich gekleidet und gehen wir mal hin. Schwarzer Bildschirm, wie ich dich liebe. Die Berichte, du Abschaum. Hast du was zum Teufel? Hi, Commodore. Verflucht und... Captain Jane Starling, eine Spionin, schneidet sie in Stücke! Oh. Was zur Hölle? Scratcher, sie hat die Seiten gewechselt. Sie ist ein verdammter Geist. Ein hinreißender Geist noch dazu. Lass das! Ich muss zugeben, dass ich zu gerne wüsste, wie du ein Geist geworden bist. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Also, Starling, mach die Fliege. Ich habe keine Zeit für deinesgleichen. Was genau machst du eigentlich? Das geht dich gar nichts an. Ei. Nun, ich wollte dir ein Geschäft vorschlagen. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe, meine Hilfe! Sie macht sich über uns lustig, Scratchraw! Das ist alles, was sie tut! Was zur Hölle lässt dich vermuten, dass ich dir jemals helfen werde? Nach dem, was du und dein König Flint mir und meiner Crew in Port du Saint angetan haben. Ihr habt meine Plündereien gestohlen, meine besten Schiffe in Brand gesetzt, meine Crew ausgeschaltet und. Deine Hosen! Sie hat deine Hosen gestohlen, Captain! Das stimmt. Du hast meine Hosen gestohlen, während ich mich mit den jungen und talentierten Mädchen im robusten Degen vergnügt habe. Wenn ich nicht gleich danach verflucht worden wäre, ich schwöre dir, dann hätten du und dein Herzblatt mit Davy Jones in den Abgründen der Hölle Karten spielen können. Was für Abgründe? Was habe ich gesagt? Die Abgründe der Hölle, Sir. Ei, die Abgründe der Hölle? Was sind dagegen schon die Abgründe der menschlichen Seelen? Unwichtig. Ihr würdet dort schmoren, verbrennen, elendig verbrennen, mit Würmern, die eure Innereien vorher fressen. Schon gut, ich kann's mir vorstellen. Also, wirst du mir nicht helfen? Ich würde eher meinen fauligen, von Würmern durchfressenen, stinkenden Fuß essen, bevor ich dir oder deinem geliebten Flint helfen würde. Aber du könntest dabei Admiral Césaire angreifen. Ganz Acerbin weiß, dass ihr euch hasst wie die Pest. Hast du nicht das Verlangen, dich an ihm zu rächen? Das will und werde ich. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt habe ich andere Dinge zu tun. Und jetzt verzieh dich, Mädchen. Ich habe dringendere Sachen zu tun. Und dafür brauche ich meine Privatsphäre. Das ist ja schwere Anschuldigungen und Vorwürfe, wie ihr gehört habt, liebe Leute. Aber was mich interessieren wird, was sind das hier für Gesellen? Das sind Piratenskelette. Ja, aber. In der Erdkugel. Piraten, sind das Geister? Sind das Zombies oder was ist das? Der ist auf jeden Fall gar nicht aktiv. Sie macht sich die Jahre schön und da geht's irgendwie zur Bucht. Pergament und Bücher, gucken wir uns mal an hier. Eine Reihe von Karten und Atlanten. Hauptsächlich von der Golfküste und der Delta-Region. Will ich haben. Lieber nicht. Bestimmt wird er wütend, wenn ich sein Zeug durcheinander bringe. Außerdem helfen sie uns sowieso nicht weiter. Was, noch so eine Frage, wieso kann der uns eigentlich sehen? Ich meine, Piratenskelette, die haben uns doch schon mal irgendwie in der Stadt auch nicht sehen können, oder sehe ich das verkehrt? Obwohl, das waren Zombies, dann scheint das wohl wahrscheinlich keine Zombies zu sein. Ich weiß es nicht genau, ne? Alter Kronleuchter, okay. Als Säbelfechterin bin ich praktisch eine Expertin für Kronleuchter.
Dieser hier ist ein sehr guter, solider und stabiler Kronleuchter. Gott bewahre, dass man während eines Kampfes an einem zerbrechlichen Leuchter hängt. Was macht's denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich mit dem Kronleuchter anfangen sollte. Und selbst wenn, ich komme nicht ran. Wieso stellt sie sich da so komisch hin? So, ich muss ja alles absuchen, weil wie ihr wisst, die Hotspot... Ein alter Pirat mit einem riesigen Schnurrbart. Nicht funktioniert. Es ist ein Poyo, es ist wertvoll. Aber ich würde lieber Flint finden. Einen Weg, wie ich die Dinge zwischen Flint und Kate wieder hinbiegen kann. Genau das habe ich gemeint. Gerade noch gerettet, Jane. Wem willst du etwas vormachen? Genau, Kind, wem? Wir wissen alle, dass du total verknallt bist in den guten Flint. So, was haben wir hier noch? Missmustige Bilder, die hier anfasst. Die Männer von Grimjaw haben danach gesucht. Ja, dann mach was. Grimjaw, hier spricht eine spukende Statue. Bring Jane nach Grand Fessel. Was? Ich glaube, dieser Ort ist verflucht. Ja, natürlich. Von uns, du Idiot. So, ist also keiner drauf reingegangen. Missmutiert, das hatten wir schon. Haben wir hier den Bucht, okay. Kamin ist auch nicht angezeigt hier, ne? Verrottetes Gemälde. Ein verrottetes altes Porträt. Mhm. Kleines Porträt. Ein Porträt ihres Präsidenten. Nur sein Kopf. Sie konnten ihn nie dazu bringen, Hosen zu tragen. Naja, wenn ich den Knaben hier richtig verstanden habe, trägt er auch keine Hosen mehr, weil du sie ihm geklaut hast. So, aber hier, das ist doch, das hängt doch hier so schön und ich denke mal... Piratenskelett, haben wir dann irgendwas, Ja, ihr seid verhaftet, Jungs, ich mach euch fertig. Ich kann die Harpune bestimmt noch an etwas Besseres binden. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran, Harpune, es ist... Kommen wir denn hier für den Moment hin? So, gerade hier... Der Gedanke gefällt mir, aber es gibt keinen guten Grund dafür. Ich hasse Adventure-Protagonisten, die Gründe für ihr Tun und Handeln verlangen. Das ist... Moment, da war doch noch gerade was. Ist das verrottetes Gemälde? Ein altes Porträt? Das ist halt schade, dass die zerbrochene Büste... Das ist die Büste von Monsieur Duisny. Nicht gerade sehr beeindruckend. Ich habe viel schönere. Also Büsten zu Hause. Ach so, ja, ja, natürlich, was auch sonst. Ich stehe nicht so drauf, Brüste, Büsten anzufassen. Mhm. Na gut, dann würde ich sagen, ich glaube, hier können wir erstmal nichts machen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht dann doch was übersehen habe. Kronleuchter, wird nicht angezeigt. Was war das? Piratenskelett, okay. Bucht, können wir verlieren. Von hier aus kann man den ganzen zerstörten Hafen sehen. Alles, was dieser Hafen braucht, ist ein ordentlicher Anstrich. Dann würde man komplett vergessen, dass hier mal ein Hurrikan gewütet hat. Aha. Bin gleich zurück. Was? Was? Bin gleich zurück. Ach, zuzwinkern, okay. Ja, sie zwinkert dir. Schlagen? Okay, was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Ich will das mache ich lieber nicht, auch wenn er es verdient hätte. Vielleicht brauche ich nochmal seine Hilfe. Ja, sieht, glaube ich, nicht gut aus mit der Hilfe. So, ich denke mal, hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter oder so. Nee, was habe ich übersehen? Altes Porträt. Moment, da war doch irgendwas noch. Das ist zerbrochene Büste, Bucht. So, das waren die Büsten. Okay, wir gehen mal wieder raus, ne? Hier zur Bucht zurück. Ne? Oh, er legt seine Karte wieder dahin. Das ist gut. Das ist schön. Dann wird er wahrscheinlich beschäftigt sein. So, wo kommen wir jetzt hin? Okay, wo kommen wir denn jetzt noch? Hier war doch irgendwas noch von wegen, das war der Festsaal, in dem wir jetzt gerade waren. Balkon, kommen wir auf den Balkon irgendwie drauf. Schwarzer Bildschirm. Das könnten Peninsula sein. Das ist... Oh! Hallo? Können wir eine Pause machen? Wir sind völlig fertig. Skelette machen keine Pausen! Sucht weiter! Was suchen die denn? Ei, Scarlett. Okay, komme ich da jetzt von dir vielleicht dran? Ich weiß nicht, was ich mit dem Kronleuchter anfangen sollte. Na, vielleicht ein bisschen... Und selbst wenn, ich komme nicht dran. Nein, ich komme nicht dran. Kronleuchter und Seil. Zu gern würde ich das Ding Grimjaw über den Kopf ziehen. Aber ohne Gehirn wird ihn das nicht groß beeindrucken. Es wird ihn nur wütend machen. Das Zeichen steht für Norden. 5 Buchstaben. Okay, probier's mal mit dem Kronleuchter.
Kronleiter? Der will eine Pause? Grüß dich! Warum können wir nicht wie Engel fliegen? Warum hält uns die Schwerkraft am Boden? Schwerkraft! Hört euch den Schlaumeier an! Ah ja, Sir. Na, der hat in Physik ein bisschen aufgepasst, im Gegensatz der zu Gedanke dir. Der Gedanke gefällt mir, aber es gibt keinen guten Grund dafür. Ah, nachdem schon wieder das böse Wort, was im Adventure eigentlich gar nicht sein darf, gefallen ist, sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Leute. Wir gucken mal, wie ihr weiterkommt und ja, verbleiben wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Rinne, liebe Leute. Halt, ich war gerade schon, das hat euch PG45. Ich schön.